Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Logik. So, letztes Mal haben wir diesen geilen Sudoku-Solver geschrieben und dieses Mal möchte ich mit euch klären, was hat es denn mit diesem Modell auf sich gehabt? Da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Ich habe ja dort nur eine Funktion Modell oder Model aufgerufen und die hat mir schon eine Lösung gegeben. Jetzt aber, was genau bedeutet diese Lösung tatsächlich richtig definiert, dass ihr auch wisst, wovon ich hier überhaupt geredet habe. Und ja, eins davon ist logischerweise das Modell M, was wir klären müssen. Das Modell für eine gewisse Formelmenge, sagen wir einfach mal f dazu, ja. Das Modell ist eine Belegung der Variablen und eine Funktion val, also eine Variablenbelegung, nennt sich auch i für Interpretation, da kommen wir gleich drauf. Und eine a-Formel, sodass die Formel zu wahr auswertet. Ja gut, was heißt das jetzt? Das hier ist übrigens ein i, kein l, kein kleines. Also Interpretation i. Eine Interpretation i, das bedeutet, hier steht sozusagen drin, i ist, ich schreibe das jetzt leicht unformal auf, nehmt mir das bitte nicht übel. Hier steht drin, wenn wir eine Formel a, x oder not y und z haben, dann steht hier zum Beispiel drin, x gleich true, y gleich false und z gleich false. Sowas hier steht hier zum Beispiel drin. Und das bedeutet nichts anderes, wie ich, also wenn ich diese val-Funktion drüber laufen lasse, mit dieser Interpretation i, die wir hier haben, und einer Formel a, die hier unten steht, dann bedeutet es nichts anderes, wie ich setze das, was ich hier gegeben habe, setze ich hier einfach ein in die Formel. Also ich setze für x true ein, das heißt hier steht true. Ich setze für y false ein, das steht hier false. Und ich setze für z false ein, das steht hier auch false. Dann bekomme ich hier x oder, also true oder true und false, also das Ganze hier false. Also insgesamt true, weil ja x true war. Also ist das Ergebnis von val von i, also von genau diesem i, und a, also dieser Formel a, ist wahr. Also, ups, da sollte ich vielleicht einheitlich bleiben, true. Was bedeutet, dass diese Interpretation für diese Formelmenge, wenn jetzt f nur aus, also f ist ja eine Menge aus Formeln, das bedeutet, wir haben hier nur eine Formel drin, aktuell gerade. Wenn wir hier nur für diese eine Formel ein Modell suchen, dann ist dieses Modell M gegeben durch dieses I, diese Interpretation I, weil diese Interpretation I führt dazu, dass die Formel A zu wahr auswertet. Natürlich wäre hier auch ein True für Y möglich, das heißt, es gibt mehrere Modelle davon. Zum Beispiel kann ich hier True einsetzen, ich kann hier True einsetzen, wenn ich aber hier hier True und hier False einsetze und dann kann ich hier False einsetzen. Also es gibt viele verschiedene Modelle davon. Quasi alles, was eine Lösung ist und A dazu bringt, dass es wahr wird, ist eine Interpretation bzw. ein Modell für A. So, was passiert jetzt, wenn ich hier mehrere Formeln drin habe, zum Beispiel noch ein B, das können beliebig viele Formeln sein, ja? Dann habe ich hier eine Formelmenge und das muss gelten, also die Interpretation muss für alle Formeln, die in dieser Formelmenge drin sind, muss das dazu führen, dass hier true rauskommt. Also wenn ich die Variablen hier einsetze, die ich in der Interpretation gegeben habe, dann muss immer für jede Formel, die hier drin steht, muss wahr rauskommen. Also muss das Ganze zu true auswerten. Das kann ich natürlich prüfen. Aber so ein Modell zu finden, ist nicht so einfach. Und das haben wir eigentlich schon gemacht mit dem Sudoku-Solver, mit dem DPLL-Algorithmus und so weiter und so fort. Deswegen, ihr kennt das eigentlich alles schon. Es ist jetzt nur nochmal die Fachwörter sozusagen geklärt, also Modell und Interpretation. Okay, was wir jetzt noch brauchen, ist eine kleine Erweiterung davon. Also das hier war ja eh nur ein Beispiel, diese Formel A. Und die Interpretation i auch. So, was ich jetzt noch euch zeigen möchte, ist die logische Folgerung und die logische Äquivalenz. Hört sich erstmal extrem kompliziert an. Ich kürze das nicht ab für euch. Logische Folgerung.
Ja, eine logische Folgerung bedeutet nichts anderes als Folgendes. Also es sieht erstmal kompliziert aus. Und zwar kommt hier so ein komischer, hässlicher Strich, also so ein Hochkantstrich mit zwei nach rechts gefolgten Strichen. Und danach steht eine Formel A. Mein A sieht anders aus. Ich habe eine andere Schriftart. Warum habe ich jetzt eine andere Schriftart? Naja, egal. Mir soll es recht sein. Das A sieht stylisch aus. Also, wenn eine Formelmenge m, okay, m ist schlecht gewählt hier. Nehmen wir n. Nee, nehmen wir nicht n. Nehmen wir g, weil g folgt auf f und f ist auch eine Formelmenge. Okay, also wenn wir hier eine Formelmenge g haben, also zum Beispiel g gleich b, c und d. Wenn wir jetzt das hier haben, dann bedeutet das, wenn wir es auf der linken Seite haben, dass wir wenn wir eine Interpretation gefunden haben, also i hier, so dass val von i, g oder i, ja, i, g gleich true wird, also für jede Formel in g wertet dieses val, also diese Interpretation, die wir gefunden haben, wertet es aus, also für dieses g ist dieses i hier ein Modell, ja? Wenn wir das gefunden haben und dieses Zeichen da steht, dann bedeutet das, diese Interpretation führt auch dazu, dass a, also dieses a hier hinten, dass das dann auch wahr ist. Okay? Das hört sich jetzt echt extrem kompliziert an, bedeutet aber nichts weiter als, ich habe eine Formel, zum Beispiel x, ja, das ist jetzt meine Formel. Ich habe keine Buchstaben mehr. Helft mir, ich habe keine Buchstaben. Na, weg da. Also das ist eine Formelmenge und das hier oben ist auch eine Formelmenge. So, jetzt habe ich wieder alle Buchstaben zur Verfügung. Okay, das brauchen wir alles nicht, das reicht eigentlich. So, genau, jetzt haben wir eine Formel f, nein, nicht f, b ist x, ja? So, wenn jetzt g ist ja eine Menge aus Formeln, also viele verschiedene Formeln. Sagen wir mal, die besteht nur aus einer einzigen Formel, diese Menge an Formeln, dann ist hier nur das b drin, okay? Und wenn ich jetzt ein Modell, eine Interpretation gefunden habe, so dass die Interpretation i und b zu true auswerten, dann habe ich ein Modell für g gefunden. Ja? Das heißt eigentlich nichts weiter wie ich habe rausgefunden, x muss wahr sein. Das ist alles. Also dieses i ist gleich x gleich true. Weil wenn x false ist, dann wertet auch automatisch b zu false aus und b ist die einzige Formel, die ich hier in meiner Formelmenge g drin habe. Okay? Also wissen wir, i muss bedeuten, dass x auf true abgebildet wird. Naja, wenn x aber auf true abgebildet wird, dann könnte ein a zum Beispiel sein, x oder y. Denn wenn hier also dann würde das hier gelten, eine logische Folgerung sozusagen. Denn wenn jetzt dieses b oder wenn ich weiß, dass die Interpretation x gleich t sein muss, also x ist true, dann ist ja automatisch, wenn g wahr ist, also wenn die Formeln in g, also b, wahr sind, dann gilt ja dieses x gleich true, aber wenn x gleich true ist, dann ist automatisch auch meine Formel a wahr. Ja? Und das ist es dann eigentlich auch. So sieht eine logische Folgerung aus. Aus x folgt x oder y. Zum Beispiel, wenn x wahr ist, dann ist x oder y auch wahr. Also kann ich hier zum Beispiel jetzt ein Beispiel, ich kopiere das einfach mal, mach das hier rüber. BSP, ups. X. Oder die Formelmenge aus x ein, ja, ist jetzt unsauber geschrieben, aber genau.
Da gehört eigentlich jetzt ein Implikationspfeil hin. Das wissen wir aber schon. Aus x, wenn x wahr ist, folgt x oder y ist auch wahr. Das ist die logische Folgerung. Mehr ist es nicht, nur in kompliziert ausgedrückt. Das ganze Ding nennt sich Metasprache. Aber ich wollte es euch auf jeden Fall mal zeigen, weil es wird euch höchstwahrscheinlich noch irgendwann mal begegnen. Genau. So viel zum Thema logische Folgerung. Jetzt machen wir weiter mit der logischen Äquivalenz. Das ist eigentlich relativ einfach. Äquivalenz. Und nicht so allzu schwer. Aber es geht halt um die Schreibweise auch ein bisschen, weil ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr jetzt das Ganze in der Uni prüfen lasst, werdet ihr viel mit der Schreibweise zu kämpfen haben. Also ist alles ein bisschen arg formal und ich habe da auch selber mit Problemen mit dieser Schreibweise, mit dieser komischen. Also es bedeutet, A ist äquivalent, diese drei Striche hier, ist kein Gleichheitszeichen, sondern es sind tatsächlich drei Striche. Das bedeutet logische Äquivalenz, also logische Gleichheit, ja, Äquivalenz bedeutet Gleichheit. A ist äquivalent zu B, wenn diese Wahlfunktion i, also in dem Fall sind A und B Formeln, einfach nur einzelne Formeln, also keine Formelmengen, sondern wirklich nur einzelne Formeln. Ja, und zwar genau dann, wenn Wahl von IA, also von einer Interpretation I für die Formel A dasselbe ergibt wie dieselbe Interpretation für die Formel B, und zwar für alle möglichen Interpretationen. Also sagen wir mal, A und B sind beides Formeln, die nur aus, ach, keine Ahnung. Genau, gutes Beispiel ist mir gerade eingefallen. A ist x und B ist x oder x. Wir wissen ja, dass die beiden gleich sind. Ja? Wir wissen ja, dass x oder x x ist. Aber jetzt können wir es auch beweisen. Und zwar, jede mögliche Interpretation, die wir kennen können für dieses Modell, naja, jede mögliche Interpretation ist ja nicht viel. Wir haben ja nur eine Variable, sprich diese eine Variable, ich sage hier einfach mal i1 dazu. Diese eine Variable kann true sein oder i2, also die zweite mögliche Interpretation, bedeutet, diese eine Variable kann false sein. So. Und wenn ich hier jetzt zwei verschiedene Interpretationen habe, dann muss für beide Interpretationen das hier gelten, dass die beiden Auswertungen gleich sind. Gut, stopfen wir doch einfach mal hier rein. Und zwar Wahl von i1 und a. Naja gut, wenn x true ist, dann ist a auch true. Also easy. Gut. Okay, gucken wir weiter. Was passiert denn, wenn ich hier Wahl von i1 und b reinpacke? Naja, dann ist x oder x, also true oder true. Wir wissen, true oder true ist true. Und dann gucken wir noch für die zweite Interpretation. Also Wahl von i2 und a. Was ist das? Naja, x gleich false, also easy, trivial und false. Und dann sagen wir hier Wahl von i2 und b. Und dann sagen wir hier false oder false. Naja, false oder false, selbst das ist false. Und dann sehen wir für alle möglichen Interpretationen, denn es gibt ja nur diese beiden, eine andere kann es nicht geben, weil jede weitere Variable gibt es hier einfach nicht, es gibt nur x. Jede Interpretation liefert mir dasselbe Ergebnis, also i1 liefert mir dasselbe Ergebnis bei a und bei b. Und i2 liefert mir auch dasselbe Ergebnis bei a und bei b. Das bedeutet, die beiden sind logisch äquivalent. So heißt es einfach. Wie gesagt, es ist blöd ausgedrückt und im Prinzip habt ihr es schon tausendmal gemacht. Wenn ihr irgendwie eine DNF in eine KNF umformt, dann sind die Dinger auch logisch äquivalent. Ja? Das habt ihr schon hundertmal gemacht. Das ist eigentlich total easy. Aber das Ganze kann man auch formal ausdrücken. Und das hier ist jetzt eine Weiterführung der Metasprache oder Metalogik oder wie man es auch immer nennen möchte, gibt verschiedene Bezeichnungen dafür. Sozusagen Aussagen, die man über Formeln und Formelmengen machen kann. Das wird uns noch ein paar Mal begegnen, aber ich glaube, das reicht erstmal fürs Erste und ihr habt auch schon wieder genug davon. Aber ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.